Ich war immer der, der das Duell gesucht hat, und ich war auch immer der, der der Schnellste sein wollte. Meine Motivation sind nicht die klassischen Sportziele, es ist nicht diese Medaille. Ich habe damals aufgrund meiner Krebserkrankung mein Bein verloren, und die Amputation war so die sichere Lösung. Für mich herauszufinden, wo sind meine eigenen Grenzen, ohne dass die Leute mir erzählen, wo die Grenzen sind. Aus dieser Überzeugung habe ich mit dem Sport angefangen. Ich mache den Sport, um den Leuten zu zeigen, du kannst alles, wenn du es auch willst. Das, was mir der Sport gegeben hat, das ist definitiv mein Ziel, dass ich das auch wieder zurückgebe. Und 100 Meter in London, das ist so ein Moment, den willst du nicht hergeben. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Stunde war es das wert. Das ist so mein 100-Meter-Lauf. Ich versuche das alles zu genießen.